Mexiko. Finger im Po, Mexiko. Finger im Po, Mexiko. Man sieht sich irgendwo. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Senores und Senoritas und wer auch immer schon alles da ist. Ich wünsche euch einen zweiten netten, angenehmen Advent. Das Wetter ist heute bei mir so lala, also kein wirkliches Spazierwetter. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir gestern nochmal richtig hier gemacht haben. Ich weiß nur, wir sind rumgelaufen und haben die Jäger kennengelernt. Und dann ist mir noch eingefallen, dass es hier noch so einen Weg runter geht. Und das wollten wir mal angucken. Und dann sehen wir einfach mal, was hier noch an Quests offen ist für Chorus. Ja. Ich denke, dann werden wir schon das Richtige entscheiden, was wir dann tun werden. Raiga ist auch schon da. Ja, grüß dich. Und der Paul und der Absi und der Course One. Ach, keine Ahnung. Ihr seid ja schon wieder zahlreich da. Okay, also. Auf geht's. Jo, das war definitiv der Sound von Absi. Etwas verspätet, aber das war er. Also, ich werde mir überlegen, ob ich noch Sounds von Gothic 3 in den Bot programmiere. Das haben sich ja, glaube ich, gestern 2-3 Leute gewünscht. Doch dafür muss ich ja erstmal die ganzen Dialog-Sounds aus Gothic 3 extrahieren. Dafür braucht man bestimmte Programme. Und die habe ich im Moment nicht auf der Platte. Also wissen, wie es funktioniert, weiß ich. Ich habe ja schon mal ein bisschen für Gothic 3 gemoddet. Von daher sollte das Ganze nicht so schwierig sein. Das ist ja ein nettes Lager, nur ist keiner hier drin. Oh, und die Textur gefällt mir gut. Die Bodentextur. Das ist richtig was für Höhlen. Also die ist richtig super. Auch der Übergang hier, sehr, sehr schön. Zum Gras. Wirklich nice. Brauche eine kleine Pause von Xenoblade Chronicles X. Mann, ist das Spiel geil. Ich kenne das nicht, Raiger. Ich kenne nur Gothic oder Risen. Was anderes kenne ich im Moment noch nicht. Bin noch nicht so weit. Aber es freut mich, wenn du Spaß daran hast. Dann haben die Entwickler alles richtig gemacht mit dem Spiel. Wieso buffert er denn bei mir ständig? Tja, lieber Absi. Wie ich wieder meinen Zuschauern öfter sage, einfach mal den Browser wechseln. Wenn dem so sein sollte. Also gestern haben wir ja 5 Stunden lang mit Open Broadcaster problemlos spielen können. Und dann sollte das heute auch funktionieren, denke ich. Okay, da ist noch eine Ork-Horde. Und solange die nicht erledigt ist, sind auch die Leute hier in Chorus von den Orks nicht befreit. Dann machen wir die auch noch platt irgendwie. Kein Buffern, bin aber erst eine Minute oder so da. Ah, jetzt geht es, glaube ich.
Ah ja, wunderbar, okay, dann ist ja alles top. Ich muss nochmal zurück zu dieser Höhle. Glücklicherweise gibt es hier eine Pfanne. Und da kann ich Fleisch braten. Denn ich kann auch hier schlafen, um mich zu heilen. Das ist doch toll. Yes. Was? Bei dir leckt's auch? Zack. Ich bin mal gespannt, was Ronaldinho. Nicht Ronaldinho, Rolandinho, so. Ah, wie komme ich jetzt auf Ronaldinho? Und der Darkbank hat uns auch schon gefunden. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Wie kann man so verliebt in diesen Sound sein? Unglaublich. Kardimon Fatang Belia. Keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Action. Ich habe eine Idee. Ich lock die Orks wieder nach oben und lasse sie dann einfach runterfallen. Ist doch super, oder? Was haltet ihr davon? Ich find's klasse. Ja, alles gut, Jungs. Komm. Ich meine, ich bin super, Roland. Ich werde das sicherlich aushalten. Yo! Sag ich doch. Und was machen die Orks? Ist das nicht geil? Das ist doch super, oder? Super gemacht, würde ich sagen. Oh, der hat ja gar keinen Schaden abgekriegt. Hä? Wieso bin ich tot? Okay. Ach so, ich hatte schon Leben verloren. Beim Runterspringen, richtig. Aber die Idee war doch super, ne? Und das machen wir gerade nochmal, Freunde. Oh, der kann ja reden. Ein ganz toller Ork. Na, dann komm mal her, Bürschchen. Bleib stehen. Nö. Ich spring da jetzt einfach mal runter. Überlebe das Ganze. Ich mach dich fertig, Mora. Na dann komm mal her, Bürschchen. Bist ja auch ganz alleine. Der hat jetzt mehr Schaden abgekriegt. Lecker, lecker, lecker. Sind die anderen tot oder was ist los? Mal eben ein bisschen heilen. Ich bin kein Cheater. Da ist nicht zu holen. Ja, ich habe mal wieder die Standarddialoge deaktiviert. Tja, manche sterben und manche überleben. Das ist wirklich interessant. Aber vielen Dank für die Heiltränke, ihr Banausen. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Da unten ist noch ein Ork. Der wird sich gleich wundern, wo seine Kollegen abgeblieben sind. Okay, ich glaube, es ist keiner mehr hier. So, und jetzt noch ein bisschen unterwegs trainieren. Gut machst du das, Roland. Ronaldinho hat's halt richtig drauf. Entschuldigung, ich meinte natürlich Rolandinho. Der Rolandinho. Ach, da hinten ist auch noch ein Ork. Es wird ja immer besser. Wie viele sind das jetzt? Ach, der hat sich da drin verheddert. Soll recht sein. Come on.
Da ist nicht zu holen. Wir haben Besuch bekommen. Und zwar vom Moderator Ayeng. Nicht zu plündern. Tja, das sind alles arme Schweine, lieber Roland. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen guten Tag, lieber Ayeng. Und natürlich einen schönen zweiten Advent, wo das Lichtlein brennt. Super, die haben immer so nette Heiltränke dabei. Das finde ich ganz, ganz klasse. Okay, also wir sind eigentlich hier wieder beim Strand gelandet. Und hier gibt es nichts Interessantes. Glaube ich zumindest. Aber ich denke, wir haben soweit alle Orks vertrieben. Und deshalb werde ich nochmal mit den Leuten sprechen. Was haben wir denn überhaupt noch offen? Die Ork-Patrouillen. Während der Größere am Strand zu finden ist. Ja, das dürfte dieser hier gewesen sein. Glaube ich zumindest. Ich denke nicht, dass da noch irgendwelche Orks sind. Ich hoffe es mal nicht. Ansonsten müssen wir nochmal den ganzen Strand absuchen oder die Insel komplett noch mal einmal umrunden. Aber ich finde, Rolandinho macht sich richtig gut hier auf Chorus. Der knallt alles weg. Auch wenn die Lurker Waage ja und ab und an manche Orks ein bisschen Probleme machen, aber es klappt. Was haben wir denn hier? Feldräuber. Da müssen irgendwo unsere Freunde sein. Vielleicht kann man irgendwie dir was erkunden. Wie kommt man denn da hoch? Das würde mich schon interessieren. Ich habe eine Idee. Das sieht schon mal sehr gut aus. Was sage ich denn? Das ist natürlich Rolandinho. Der hat's echt drauf, ne? Ach, das ist der kleine See. Da sind wir wieder. Ist eine schöne Abkürzung. Aber hier oben ist tote Hose. Und deshalb gehen wir wieder runter. Das ist wirklich auch eine sehr schöne Insel. Die gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Also man könnte auch hier eine wunderschöne Mod daraus basteln. Also eine eigene mit dieser Insel. Da vorne sind Monster. Sind das jetzt zwei Waage oder einer? Ja gut, mit dem einen würde ich wahrscheinlich fertig werden. Aber nur wahrscheinlich.
Vielleicht sollte ich mal etwas Magie anwenden gegen diesen Warg. Hey Marcello, hab gestern dunkle Geheimnisse durchgespielt. Welche Mod würdest du mir denn als nächstes empfehlen? Ja, hast du es mal eben so durchgespielt, ne? Du Jick! Wie hast du das denn gemacht? So schnell? Vielleicht nicht ganz was Großes? Zwar doch eigentlich eine Insel für eine Mod, die auf Eis gelegt wurde. Korana Prolog oder so. Das könnte gut sein, Rygar. Roland? Zu spät. Da habe ich nicht genau drauf geachtet, weil ich wieder Chat gelesen habe. Fand's extrem geil, dass es in Odyssey eingebaut wurde, meine Lieblingskarte. Oh, bei euch buffert's, ne? Sehe ich gerade. Sorry, Leute, da kann ich... Oder es ruckelt, nicht buffert, es ruckelt. Liegt's am Frankfurter Server? Ich weiß es nicht. Muss ich mal ein bisschen beobachten. Es könnte wirklich an diesem Regen liegen. Ich laufe mal kurz einen Meter. Ja, das scheint bei euch zu ruckeln. Ich weiß aber nicht wieso. Oh Mann, das ist echt nervig. Hier ist aber alles cool, also... Guck ich mal. Ich habe keine verworfenen Frames. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit dem Regen zu tun hat. Fünf FPS? Ja, dann ist es nicht mal, dann kann ich nichts dafür. Dann ist es mal wieder OBS. Oh Mann, das ist doch ärgerlich. Ja gut, dann muss ich mal das Spiel beenden. Warum klappt das nicht? Gestern hat es 5 Stunden lang geklappt und heute wieder nicht mit OBS, ne? Warum nicht? Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Ich werde mal eben die Aufnahme stoppen und dann machen wir es wieder über Shadowplay, ne? Bis gleich.